So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Shadow Dragon. In dieser Folge warten wir mal wieder. Ja, das mache ich irgendwie gerne am Anfang, ich weiß. Ich glaube, ich sollte mit Xane ein bisschen zurückgehen, sonst war es das auch schon für Xane. Was jetzt, glaube ich, allerdings nicht so schlimm wäre. Ich schätze mal, wir kommen übrigens in diesem Kapitel dann ganz gut bis zum Ende. Außer da kommen jetzt noch extrem viele Einheiten. Ich weiß nicht, wie viele da noch kommen werden. Wir werden sehen. Die Tür ging gerade zu. Okay, gut, dass ich die noch rausbekommen habe hier. So, jetzt wie sortiere ich hier meine Einheiten? Ich könnte den wieder mit dem Langbogen angreifen und auf den Crit hoffen. Müsste zwar mehr als ein Crit sein, aber immerhin. Moment, nein, mir fällt gerade was ein. Ich habe ja immer noch mit Goto den Schwarmzauber. Der sollte doch da noch dann den Rest erledigen. Jawohl, sehr gut. So sehe ich das doch gern. Perfekt. Dann Shimichi Ida hinterher. Dann kann ich jetzt auch mit Xane da oben stehen bleiben, auch wenn ich nicht weiß, was er mir bringen sollte. Ich kann eh nichts mehr machen jetzt. So, Rudd darf den wieder besiegen gleich, sobald er soweit ist. Mit dem Würmtöter. Jawohl. Bekommt es auf 24 Schaden, das soll er allerdings ohne Probleme aushalten können. Sehr gut. Wird nicht mal getroffen, also umso besser. Und ein Level Up. Auf Level 16. Bringt zwar nicht viel, aber okay. Man kann ja auch nicht alles haben. Da habe ich die Hälfte vom Wort wieder verschluckt. Wie gesagt, manchmal will meine Stimme nicht so wie ich. 14. Frei hat keine Fernwaffe, Wende bringt nichts. Etrag? Einmal 17. Dann darf Etrag mal. Ja, Etrag macht wirklich gut Schaden. Und ich muss ja auch mal sagen, mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, aber weil es nicht zu sein war jetzt. Mittlerweile freue ich mich auch schon ziemlich auf das neue Wii U-Projekt, das direkt am Anschluss an Fire Emblem dann starten kann. Das hat ja lang genug gedauert. Aber ich habe es tatsächlich endlich geschafft. Ich habe einen funktionierenden Grabber für HDMI ein und also für den HDMI-Eingang, also quasi für die Wii U oder theoretisch auch für meinen Bildschirm, aber sowas wie Fire Emblem. Da wären wir jetzt zu Umständen, die einfach mal für eine kurze Fire Emblem-Aufnahme jedes Mal die Kabel umzustecken. Ich weiß, da gibt es irgendwelche Hardware-Lösungen, also mit so einem kleinen Kästchen, wo man zwei HDMI-Kabel reinsteckt und dann wechseln kann. Aber das, dazu bin ich zu geizig, muss ich sagen. So geht's auch. Und wenn es so auch geht, warum sollte ich es dann anders machen? Pflegestab. Ich nehme mal den Erholungsstab, der gibt mehr Erfahrungspunkte, soweit ich weiß. Naja, 13 sind jetzt nicht so viel. Aber besser als nichts. Ach so, mir fällt gerade mal was auf, was ich so vorher gar nicht bedacht habe. Ist also gerade egal, wo ich hinstehe, der kommt eh durch die Wand. Naja. Wer fehlt jetzt noch? Da, Lena. Nee, nicht Lena. Elise, die darf nochmal den Stärkungsstab verwenden. Jo. Okay, das habe ich mir jetzt fast schon erwartet. Eieiei, Thoron sieht geil aus, muss ich mal sagen. Okay, damit habe ich auch gerechnet. Dass der keinen Schaden macht, habe ich allerdings auch schon irgendwie erwartet, muss ich sagen. Ne, Drak greift tatsächlich zweimal an und screwt ihn sogar einfach noch weg. Wie geil. Etrak kann es halt einfach, der weiß halt einfach, wie es geht. Stärke, Geschwindigkeit und Glück. Geschwindigkeit. Unglaublich, Etrag mit seiner unglaublich hohen Geschwindigkeit. Ich habe wieder vergessen, meine E-Mail-Programmwoche auszuschalten. Ich lerne es einfach nicht mehr. Ich werde es nie mehr lernen. Nie mehr. Ich vergesse es einfach jedes Mal. Ich denke nie daran. Und es wird sich wohl auch nicht mehr ändern. So, der hat einen Langsperr.
Dann stelle ich Elise dann am Ende vom Zug mal ein bisschen nach hinten. Oh, Moment, ich glaube, ich lasse den dann Wolf angreifen. Bis wohin kommt er? Bis da, dann stelle ich Wolf mal dahin. So. Bast kann schon mal den Heiler da angreifen, die Heilerin, was auch immer. Mit einem Schlag weg. Die KP-Zahl von 58. Ich hoffe ja immer noch auf 60 in diesem Kapitel noch. Irgendwie hoffe ich ja insgeheim wirklich drauf. Weil ich unbedingt wissen will, ob sich die Farbe nochmal irgendwie ändert. Okay, jetzt darf... Also, wie mache ich das jetzt? Ich glaube, ich stelle Gordon dahin. Der darf jetzt mal den da angreifen. Moment, nein. Halt. Kurzer Test. Schwarm auf den da. 19 Schaden. Gordon auf den da. 10 Schaden, 19 und 10 gibt 29. Da muss ich leider auf einen Crit hoffen. Da wäre mein Crit sehr gut. Ich finde immer wieder toll, wie gut meine Einheiten noch mittlerweile geworden sind. Dann kann ich jetzt mit Koto schön vorgehen und noch mit Schwarm den Rest erledigen. Nein, den da, danke. Mit 98% Trefferwahrscheinlichkeit sieht es auch ziemlich gut aus. Wenn der mit 98% nicht treffen würde, dann würde irgendwas nicht stimmen. Level 19 tatsächlich schon, ich glaube es ja kaum. KP, Geschwindigkeit und Glück, dann kann er ja nur noch ein Level steigen. Okay. Lorenz kommt mit vor. Was kann denn auch mal mit dem Donnerschwert anrichten? Wahrscheinlich ziemlich wenig, ja, habe ich mir gedacht. Okay, ich glaube, das darf Shida machen mit Gradibus. Was hat sie das? Reicht schon ein Treffer. Und weg damit. Wie Abfall. Okay, Edrak darf den Rest erledigen auf der anderen Seite. Mit seinem tollen Langspeer. Getroffen wird er immer noch nicht. Also er wird schon getroffen, aber ich meine, Schaden erleidet er immer noch nicht. Okay, dann. Macht Ogma hier irgendwie Schaden? Nein. Ich glaube, Ogma ist total nutzlos, der macht nirgends Schaden. Gut, hier habe ich einen mit der Silberaxt. Und da kommt der nächste, Dingens, Myrmidone, nicht Myrmidone. Mann, Akete. Myrmidone war die Vorentwicklung von Stadtmeister. Okay, Silberlanze, 20 Schaden, Meisterlanze, 16 Schaden. Ich krieg den schon besiegt. Keine Sorge. Ich glaube, ich stelle jetzt mal hier hin. Der hat Fallchen ausgerüstet und darf erstmal speichern in der Hoffnung, dass er danach noch angreifen kann. Er kann danach nicht mehr angreifen, okay. Kein Problem, deswegen habe ich zuerst mal hingestellt. Dann kann er mich frei immer noch mit der Meisterlanze angreifen, in der Hoffnung auf den Crit. Jawohl, danke. Ich wollte gerade sagen, ansonsten darf Wendel den Rest erledigen. Jetzt bin ich allerdings gar nicht so weit gekommen, dass es ist, dass ich Wendels Hilfe überhaupt in Anspruch nehmen muss. Deswegen kann ich mich jetzt hier noch direkt um den kümmern. Mit Rudd. Wenn ich das nicht hätte machen müssen, hätte ich auch gleich mit Rudd oben bleiben können. Und den voll besiegen. Alles klar, ich muss ja mal sagen, eigentlich sieht es ziemlich gut aus. Ich kann jetzt den Rest noch ein bisschen vorstellen. Aber ich kann auch mit Lena noch Dingens heilen. Mit dem Erholungsstab. Und dann gehe ich mit Wendel noch ein bisschen hinterher. Auch der darf vielleicht auch mal noch heilen. Da heilt sogar fast voll. Und dann gehe ich mit Elise einen Schritt nach hinten. Der Stärkungsstab. Dann sollte der rasch voll geheilt sein. Jetzt müsste es nochmal öffentlich einen Magiepunkt geben. Nein, gibt's nicht. Egal. Und der hat den Meisterbogen, oder? Ja, gut. Dann, wer fehlt dann noch da oben? Xane. Alles klar. Sieht schon doch ziemlich gut aus, muss ich sagen, mittlerweile. Und weg mit dem. Gibt sogar wieder ein Level-Up, sehr gut. KP und Stärke. Damit kann ich sehr gut leben. Und falls Wolf ihn jetzt nicht besiegen sollte, darf Bast den Rest erledigen, weil ich ja immer noch irgendwie
auf ein Level-Up hoffe. Oder zwei, besser gesagt, waren es ja. Ich will ja die volle KP-Leiste noch sehen. Unbedingt. So, Wurfbeil. Was soll der mit einem? Ja, habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, aber eigentlich macht Bass genug Schaden. Okay. So, dann gehe ich jetzt hier mal mit Gordon vor. Gordon darf mal den Silberbogen ausrüsten. Mit Goto hinterher. Was darf Goto mal angreifen? Null Schaden hier. Das da darf Goto mal angreifen, würde ich sagen. Okay, den Rest für frei eventuell. Moment, was für eine Reichweite hat er? Eine Reichweite von 2, okay. Dann sollte ich eventuell den mit Wendel besiegen. Er muss dann nämlich nicht direkt in die Reichweite stehen. 16, 20, 14, 19, das reicht genau nicht. Warum? Hat frei? Ne, frei hat immer noch keine Fernwaffe dabei. Och nö, oder? Na gut, dann lasse ich ihn jetzt einfach nochmal eine Runde auf mich zukommen. Was soll's, ist jetzt auch nicht so schlimm. Jetzt habe ich sogar nochmal Rudfall geheilt. So, dann stelle ich da frei rein. So. Moment. Reichweite von dem überprüfen. Hat er eine ferngedönstes Waffe? Ne, hat er nicht. Oder? Reichweite 1, ne. Dann darf frei genau bis dahin stehen. So. Dann gehe ich mit Shiida mal noch ein bisschen aus der Reichweite. Wobei ich glaube, ich lasse mich mit Shiida ein bisschen zurückfallen. Zusammen mit Bast. Immer noch in der Hoffnung auf ein Level Up. So, und dann beende ich den Zug gleich eventuell. Ja, ich kann den Start nicht mal mehr verwenden, weil alle voll geheilt sind. Okay. Damit habe ich gerechnet. Toron sieht immer noch unglaublich gut aus. Gut besiegt. Jetzt sollte der hier auch besiegt werden. Trotz Silberaxt. Haha, und weggecrittet. Allerdings glaube ich nicht mal nötig gewesen. Und ein Level Up. KP. Naja, okay. Gut, gibt es das jetzt auch im Schnelldurchlauf? Scheinbar nicht. Ja, wie mache ich das jetzt? Was macht denn Mafia mit Falchion? 26 Schaden. Das sieht doch eigentlich ganz ordentlich aus. Was würde Wolf machen mit dem Meisterbogen? 0. Wendel mit Sternenlicht? 0. Petra kommt nicht ran. Pokma würde auch nichts machen, da brauche ich gar nicht nachgucken. Da muss ich den doch wieder mit dem Würmtöter besiegen. Ich glaube, ich komme heute nicht mehr zum Boss. Naja, was soll's. Oh, weggecrittet, sehr gut. Das finde ich jetzt gut, wirklich. Sogar noch ein Level Up. Schon auf Level 18. Unglaublich. Okay, dann kann ich... Achso. Ja gut, dann kann ich mit Wendel jetzt nochmal frei heilen. Vielleicht gibt's auch nochmal für Wendel Level Up. Nein, hatte er gerade erst. Habe ich vergessen gehabt. Gut, an sowas denkt man auch nicht wirklich. Oh, Moment. Ah, ne. Okay, Shiida. Dingens Bast. Und ich glaube, ich lasse Goto ebenfalls noch ein bisschen zurückfallen. Eventuell noch zusammen mit... Gordon? Da kann ich nochmal einen Erholungsstab heilen. Oder ich setze halt nur nochmal den Stärkungsstab ein. Für alle. Okay. Kann ich hier unten mit Lena was ausrichten? Nein. Mit Edrak? 2x3 mal. Ja, das mache ich mal. Ist alles gar nichts. Er bekommt ja keinen Schaden. Vielleicht sogar noch ein Crit? Nein, schade. Oder kein Crit. So, aber immerhin kann Lena dann nicht teleportieren.
Lena kann auch mal Wendel heilen. Geht nicht, weil dann die Folge heilt, ist okay. Dann stellt sich Lena halt mal einfach so dahin. So, Lorenz darf sich auch mal noch 1000 Reichweite stellen. Alles klar. Bis wohin kommt der? Ist nicht so weit. Und der da auch. Na gut, dann fehlt noch wer. Ich kann mit Elise nochmal Stärkung einsetzen. Reicht immerhin noch für 3 Runden dann nach dieser. Müsste ja auch nochmal für ein Level abreichen, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Okay, da darf ruhig Xane antreffen. Antreffen? Ruhig Xane treffen. Leb wohl, junger Prinz. Es hat Spaß gemacht. Die Stimme passt jetzt irgendwie gerade nicht dazu, dass er gerade stirbt. Gerade. Ah, und sogar noch ein Crit. Einfach nur fürs Auge. Der sollte jetzt nicht angegriffen werden von Goto. Stimmt, Goto hat ja noch Schwarmausgerüst und mischt. Das habe ich vergessen gehabt. Ich sollte immer alles berücksichtigen. Mein Gott, wie viele denn noch? Ich glaube, ich komme wirklich nicht mehr zum Boss. Okay, Marb. 10. Armselig. Frei. Ich hab. Frei. 16. Auch nicht viel besser. Wendel. 20. Sieht schon besser aus. Was habe ich noch zu bieten? Lena kommt nicht ran. Edrak kommt ebenfalls nicht ran. Wolf wird wohl nicht viel reißen können. 7. Ja. Nicht mal mit einem Crit. Na dann. Ich glaube, ich mache das jetzt so, dass ich mit Wendel. Moment, nein, ich versuche mal was anderes. Was macht denn Wendel da unten beim Boss? 2 lächerliche Schadenspunkte. Okay. Dann so. Leider immer noch kein Crit, aber man kann halt nicht alles haben. Alles klar. Moment, was mache ich jetzt hier unten? Da kommt auf jeden Fall Bast nochmal mit. Auch wenn der wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig da sein wird. So, hier darf Gordon den Dingens da, den Wyvern-Ritter besiegen, ganz klar. Mit einem Schuss weg. Aber so was man deutlich. Gibt sogar nochmal ein Level-Up. HP und Verteidigung, ja. Damit kann ich ganz gut zurechtkommen. So, hier darf Goto mit Tauron angreifen. Ich finde, der Zauber sieht einfach recht gut aus. Wirklich, richtig gut. Okay, und dann kommt Shida und kein mehr ran. Okay, dann darf die mal da stehen bleiben. So, hier. Moment. Jetzt kann ich hier theoretisch. Ich versuch's jetzt einfach mal. Das sollte kein Problem sein, falls ich frei verlieren sollte. Silberlanze macht, hat noch die höchste Wahrscheinlichkeit. Gut, danke. So, und jetzt wie viel macht Rudd Schaden beim Boss? 2x4. Nur 2x4 Schaden. Und bekommt 28. Naja. Ich renne auf jeden Fall mal mit Marvel hinterher, wegen dem Fallchirn. Und dann darf noch Edrak mit, weil er einen guten Angriff hat. Also, ne, naja, was heißt einen guten Angriff im Vergleich zu den anderen auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich greife jetzt einfach mal mit Rudd. Ach, wobei, was soll's, ich lasse die mal noch eine Runde stehen. Oder greife ich an? Ich greife an. Was bringt's mir noch länger zu warten? Irgendwann muss ich den besiegen. Närrische Menschen, ihr wagt es, mich in meinem Schlaf zu stören. Oh, wie ihr es bereuen werdet, wenn ihr langsam, schmerzhaft sterbt in den Flammen des Infernos. Crit eventuell? Eieiei, Crit eventuell? Eieiei. Schlecht, 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 sehr schlecht. Ich weiß nicht, wie ich den besiegen soll.
Ich glaube, ich sollte doch noch Shiida mit nach oben nehmen, mit Gradivus. Die kann da vielleicht auch nochmal ein bisschen was machen. Wer hat noch die anderen Regalia? Gordon hat noch ein paar, ja. Ach, vielleicht geht's auch mit Mercurius. Das hätte ich vielleicht überprüfen sollen vorher. Okay, jetzt muss ich nur hoffen, dass Elise genug heilt. Oh, und ich kann noch den Partner wieder beenden, fällt mir gerade auf. Also dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.